Hallo und willkommen auf Madeira. Ich habe gestern das hier schon mal aufgenommen, aber das Problem war, ich hatte das Mikro nicht an. Und ich hatte tatsächlich gestern fast die ganze Zeit das Mikro nicht an, was ein bisschen doof ist, weil dann die ganzen Sachen, in denen ich mit euch gesprochen habe, leider nicht drauf sind. Aber dann erzähle ich euch jetzt, was wir gestern gemacht haben und zeige euch dann so ein bisschen die Sachen, die ich gestern aufgenommen habe. Also wir waren gestern erst hier, haben... So, nochmal. Der Wasserheater geht immer an, also die Wasserheizung quasi, wenn man Wasser anmacht, und Chris hat gerade die Flasche aufgefüllt, deswegen war es gerade hier ein bisschen laut. Genau, wir waren gestern als erstes hier und haben schön gefrühstückt, haben die Aussicht genossen, hier in unserem kleinen Tal. Ja, wir sind in einem Airbnb, wie in so einer Blockhütte, mitten in den Bergen, wirklich. Und dann haben wir uns erstmal auf den Weg nach Funchal gemacht, um da Feuerholz zu holen, weil nachts wird es hier im Tal schon recht kalt und deswegen müssen wir unser Häuschen warm halten, und haben dann ein bisschen Feuerholz geholt für den Abend, waren dann da essen und kurz am Strand. Nach Funchal sind wir in die Berge gefahren, um da einen kleinen Wanderweg zu gehen, der auf so, wie so Balkone führt. Das war sehr, sehr schön. Also der Wanderweg war ein bisschen wie der Yosemite Nationalpark, also allein schon der Weg dahin. Man ist durch die Wolken gefahren, das war halt so ein bisschen auch wieder in den Bergen. Da war es wieder 5 Grad kälter. Ich zeige euch hier mal ein paar Bilder. Oh, guck mal, der Vogel ist da. Ah, da ist der Vogel Na gut, wenn die Katze kommt. Du kleiner Rabauke, hä? Und dann haben wir uns nur noch was zu essen geholt danach. Wir waren nämlich mega fertig und sind dann nach Hause gefahren, haben den Ofen angemacht und einfach nur danach gechillt und dann geschlafen. Heute weiß ich eigentlich noch gar nicht, was wir machen. Ich habe jetzt geguckt, ob wir eventuell nach Caleta fahren. Da ist ein Wanderweg, der zu so diesen 25 Wasserfällen führt. Mal gucken. Also wir sind jetzt in Caleta. Wie wird das aus? Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Aber wir sind jetzt hier bei einem Italiener und essen jetzt erstmal hier. Und dann geht es weiter zu den 25 Wasserfällen, die hier irgendwo ein bisschen weiter ins Landesinnere sind. Tja. Klingt gut. Klingt gut. Yummy. Chris guckt schon nach dem nächsten Essen. Also hier steht, da muss man das aussuchen, ne? Wenn es um Eis geht. Okay. Weil hier steht nichts. Das muss man da vorne bestellen. Okay. Also, wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto und das Essen war super, super geil. Ich hatte eine Focaccia mit Rucola, Knoblauch, Olivenöl, Tomatensoße und so. Und Chris hatte
irgendwie gebratene Auberginen mit Kartoffeln. Beste. Es war mega, mega lecker. Also kann ich mir empfehlen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Laden heißt. Caleta, irgendeine Eismanufaktur. Mega gutes Essen. Das passiert uns übrigens im Moment sehr, sehr oft, dass wir einfach dem Navi folgen und dann sind die Straßen gesperrt. Okay, das wollte ich eigentlich nur sagen. Wir waren gerade noch an der warmen Küste, Essen und alles und wunderschön. Man konnte im T-Shirt da sitzen und jetzt sind wir in den Bergen und hängen in so einer Wolke gerade und sind gerade auf dem Wanderweg zu den 25 Wasserfällen, heißen die. Die sind so an einem Ort. Und ja, gefühlt 10 Grad kälter, aber wunderschöne Landschaft. Na komm. Jetzt falle ich. Von meinem Glück. Chris will jetzt mit der Drohne ein bisschen fliegen. Guck mal hier, wie geil das aussieht. Alles bereit? Dauert noch kurz. So sieht ja aus, wenn die Drohne fliegen geht. Immer erst so einen Regentanz machen. Da drüben wollen wir hin. Da kommt die Konkurrenz. Mhm. Der Dicke, der ganz viel aufgesammelt, die müssen alles fahren. Oh, das ist geil. So, und? Gut? Geht so. Geht so, ne? Ja, ist schon ziemlich beeindruckend. Die Farben sind aber mega. So Leute, jetzt kommen die Treppen des Todes. Ja. Wir müssen jetzt da wieder hoch.
Und das sieht gar nicht so schlimm aus auf der Kamera, wie es eigentlich ist. Aber es ist weit nach oben. Viele Stufen. Chris geht schon mal vor. Also wenn wir uns nicht mehr sehen, liegt es daran, dass wir an den Treppen des Todes gescheitert sind. Schon direkt ausgerutscht. Ich will hin. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Ich bin tot. Ich kann nicht mehr. Chris hat mich eben zurückgelassen. 12 Sekunden später. Ich übernachte hier. Ich mache mir hier ein schönes Bett. Ich gehe morgen weiter. Inzwischen. Hört ihr das? Ich glaube, jemand aufs Klo geht. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, erste Etappenziel erreicht. Noch 400 Meter. Wie ist die Stimmung? Tot. So nah und doch so weit. Das ist doch fernhalten. Doof, Mann. So, laut der Beschreibung soll es ja Shuttle geben. Ein Shuttle geben, das jetzt alle, keine Ahnung, halbe Stunde hier hochfährt. Kostet 3 Euro, die 2,3 Kilometer. Und jetzt die Quizfrage. Wollen Sie lieber 2,3 Kilometer gehen oder B, mit dem Shuttle fahren? 2,3 Kilometer? Wuhu. Da sind noch keine 2,3 Kilometer nach oben, oder? Stand da aber eben. Du hast die Frage nicht beantwortet. Ja, 2,3 Kilometer will ich nicht nochmal gehen. Ja, okay. Aber ich glaube, das ist nur eine halbe Stunde nach oben. Würde mir sogar einen Zehner geben, wenn er jetzt losfährt. So, ich glaube, das war's mit dem Bus. Ich muss in den letzten 2 Kilometer da den Berg hochlaufen. Ich kann das Auto schon riechen. Tot. Seht, was aus euch passiert, wenn ihr euch nicht bewegt, Leute. Kondition ist minus 1000. Ganz im Ernst, jetzt sind wir hier oben. Der scheiß Shuttle, ey. Danke für gar nichts.